Servus zusammen und recht herzlich willkommen hier zu EA Sports PGA Tour bei mir auf dem Kanal und ich heiße alle recht herzlich willkommen, auch die neuen Abonnenten hier. Freut mich, dass ihr den Weg zu mir gefunden habt und zukünftig mit dabei sein wollt, wenn wir zum Beispiel Golf spielen. Und wir werden heute wieder auf eine Runde gehen, auf eine Einspielrunde. Deswegen hat hier der Kollege Pepper Woods auch sein Trainingsjacket oder seine Trainingskleidung an. Und ihr seht es auf der linken Seite, Quail Hollow habe ich mir rausgesucht, denn dieses Wochenende, 4. bis zum 7. Mai, findet die Wells Fargo Championship statt und ich habe mir es eigentlich so ein bisschen vorgenommen, dass wir immer den Platz so als kleine Einspielrunde für die PGA Tour spielen, der eben auch in der Realität dieses Wochenende dran ist. Also habe ich mir gedacht, ich setze mich mal wieder hinter den Bildschirm, nehme den Controller in die Hand und mache für euch ein Video. So, Einspielrunde heißt, wir werden ganz normales Zählspiel spielen. Stroke Play steht schon hier. Aber keine Sorge, wir werden die Sache diesmal doch ein bisschen auch anders gestalten, weil ich lese ja wie gesagt eure Kommentare und ihr habt euch auch mal gewünscht bzw. gemeint, ich soll einfach auch mal mit einer etwas höheren Schwierigkeit arbeiten bzw. spielen. Deswegen hier mein Gameplay Settings für diese Runde. Gehen wir in den Game Style Tour. Und das heißt, dass vor allen Dingen der Spin Control off ist und dass wir kein Putt Read haben. Und ich diesmal also wirklich mit den Grids arbeiten muss und auch das Aiming ist immer at the cup. Das heißt, die Entfernung muss ich mir auch denken, die optimale Putt-Entfernung. Also, da bin ich mal gespannt, wie wir hier auf den Grüns zurechtkommen. So, Quail Hollow in Charlotte, North Carolina ist ein Par 71 Platz. Das zur Information und ja, 7500 Yards, 6750 Meter für ein Par 71 Platz ist das eine ganz schöne Strecke und man muss hier auch ganz klar sagen, letztes Jahr, wenn ich richtig gesehen habe, Max Homer hat da gewonnen, ist also Titelverteidiger und das gerade mal in Anführungszeichen mit 8 unter Par. Also das ist jetzt kein Platz, wo man jetzt den Wahnsinnsscore erwarten darf und das wollen wir uns heute eben auch anschauen. Deswegen soll es jetzt auch gleich losgehen. Ich überlege gerade, Haben wir alles? Ich denke, wir haben alles. Deswegen werden wir diese Runde starten. Ansonsten habe ich jetzt nichts, was das Round-Setting und so weiter angeht. Der Wind ist normal, ihr seht es, 1 bis 2 Miles. Alles ist auf Tournament eingestellt. Und wir lassen uns einfach mal überraschen, was jetzt auf uns zukommt in Quail Hollow. EA Sports coverage of PGA Tour Golf brings us to the home of the President's Cup in 2022 and future home of the PGA Championship in 2025 as we're at Quail Hollow here in suburban Charlotte. Rich Lerner joined up in the booth by Frank Nabilo. Frank, there's nothing like it early tee time to get the adrenaline flowing. And also too, you know, the golf course is perfect. You know, less divots. You don't see any sort of marks on the green. Greens are going to putt beautifully. There's also, you know, the course is a little bit softer. It's got the moisture from overnight. And also, you know, when they've cut the golf course, there's that really green, fresh smell, like it's brand new. So, also, wir spielen. Und ich muss mir das jetzt noch ein bisschen genauer angucken. Das Ganze, ich weiß jetzt gar nicht, der Platz ist überwiegend. Ja, okay, also auf jeden Fall mit entsprechenden Baumschneisen, wir haben auch jede Menge Bunker hier in den Fairways und 481 Yard für ein Par 4 ist jetzt geschmeidig, muss man einfach so sagen, also 430, 435 Meter ist also nicht ganz ohne. Okay, so, wie werden wir den Ball jetzt hier ins Spiel bringen? Wir haben leicht Gegenwind. Und mit unserem jetzigen Game-Mode müssen wir können zwar hier ihr seht es ja, wir können jetzt hier immer noch die Kurve entsprechend einstellen, aber jetzt verändert sich auch rechts unten eben die Schwungebene. Das heißt, ich muss jetzt auch genauso mit dem Stick schwingen, damit er auch genauso schlägt. Das heißt, hier für einen Draw im Prinzip von innen nach außen schwingen und für den Fade müssen wir von außen nach innen schwingen. Also das macht es jetzt alles ein bisschen schwieriger. Man kann jetzt einfach nicht mehr mit dem Stick gerade schwingen, sondern man muss jetzt auch so ein bisschen die Kurve entsprechend
steuern. Also werden wir heute vermutlich eher die Bälle gerade ins Spiel bringen. Und deswegen hauen wir den einfach mal hier runter, in der Hoffnung, dass er gut zum Liegen kommt. Also nichtsdestoweniger wünsche ich uns hier in Quail Hollow ein schönes Spiel. So, das sieht jetzt erstmal gar nicht mal so schlecht aus. Wir haben ihn ordentlich ins Spiel gebracht. Ja, aber noch ein bisschen links, ein kleines bisschen links, aber ist okay. So, jetzt sehen wir es schon. Der Kollege hat ein Holz 3 in der Hand. Das empfiehlt uns auf jeden Fall der Caddy. Und das Problem ist, wir müssten hier über den Baum spielen. Ob uns das gelingt, weiß ich nicht. Ich bin mir auch ein bisschen jetzt, ein Holz hier auf die Entfernung. Ein Hybrid wäre mir hier lieber. Und wir müssten eigentlich die Kurve spielen. Es hilft nichts. Es hilft nichts. Wir müssen es versuchen. Und das heißt also mit dem Stick ein bisschen rüber. So, yep. So soll das hoffentlich gehen. Ja, da sieht man, das hat überhaupt nicht funktioniert. Und damit geht der Ball in die Zuschauer. Fast. Well, had a good look at the green. But couldn't cash it in the rough now, wondering what might have been. Okay, er schlägt uns einen Pitch vor, das ist okay. Einen Pitch aus dem Rough. Ja, ein Lob wäre mir fast lieber, denn ich habe hier so das Gefühl, dass der hier... ein Runner, einen Long Flop. Das wäre mir lieber... Okay. Oh ja, der zieht rüber. So, das heißt, wir können natürlich jetzt auch keinen Spin steuern. So wie in den letzten Folgen. Das heißt, der Spin ist jetzt natürlicher. Mhm. So, jetzt müssen wir schauen. Es geht bergab. Das heißt, vom Prinzip her müssen wir etwas näher ran hier. So, der Break ist von links nach rechts nicht allzu stark. Ja, das müssen wir jetzt ein bisschen einschätzen und da auch ein bisschen die Erfahrungswerte mitnehmen. Jetzt hat noch jemand gefragt, wenn ich jetzt hier das Ganze versetze und ich möchte wieder in die ursprüngliche Position zurück, dann müsste das hier das Viereck sein. Man sieht es links unten, das mit dem Kreis, Viereck, und wir haben wieder die ursprüngliche Position. Das stand in den Kommentaren, die Frage war da. Also, wenn ihr hier diesen Marker, den Puttmarker im Prinzip bewegt, wollt ihr wieder zurücksetzen, dann geht es jetzt nicht aus dieser Position, wenn ihr den Ball ansprecht. Das nennen wir ja Ansprechen im Golf. Wenn ihr also euch zum Schlag bereit macht, an den Ball geht und den Schläger hinter den Ball stellt, so wie jetzt hier, dann nennen wir das Ansprechen. Und da könnt ihr also jetzt nicht wieder den Marker zurückbringen auf die ursprüngliche Position. Ihr müsst erst wieder in die Normalposition, dann eben das Viereckchen drücken. So ist es zumindest bei mir an der PlayStation. Und dann könnt ihr wieder, seid ihr wieder auf der normalen Position. So, wir gehen jetzt also jetzt hierher. Wie gesagt, der Ball wird leicht runterrollen. Es ist eigentlich nicht viel. Es ist nicht viel. Wir werden hier auf das Kästchen gehen und wir werden hier mal die Hälfte machen. Im Endeffekt ist es am Schluss, wir müssen es einfach ein bisschen vom Gefühl herausfinden. Ja, der geht rechts vorbei. War zu wenig. Ja, die Patterei wird jetzt definitiv spannender ohne Puttlinie. So, hier geht es berghoch, aber wir haben eigentlich keinen Break, sondern wir müssen einfach nur flott den Ball hier hochschlagen. Okay, that one definitely more than a tap in, but it goes down and it'll wind up a bogey 5 here at the first. Now to the second hole, the par 4, and Frank, what's in store for the players? Opposite shaped hole to the opening hole. This one doglegs to the left, and those enormous oak trees have really become a problem with the tee shots. So no use trying to go over them or around them. Just follow the fairway and play your second shot back uphill.
So, nochmal ganz kurz zu den Einstellungen. Also wie gesagt, es gibt ja vier Gameplay-Modes oder Settings und das ist Arcade, Pro Tour und Simulation. Und mit Tour haben wir jetzt praktisch schon die dritte Stufe erreicht und natürlich sind jetzt viele Hilfen nicht mehr da und auch viele, ich sag mal, Hilfen, die uns beim Schwung und Ähnliches da unterstützen, dass wir keine Fehlschläge machen. Viele von diesen Hilfen kann man auch wieder separat einschalten. Also letztendlich muss da jeder selber dann auch ein bisschen Gefühl entwickeln, in welchem Setting er am besten zurechtkommt. Aber ihr seht es schon, das macht schon einen kräftigen Unterschied, ob man jetzt im Pro-Modus spielt oder im Tour-Modus. Definitiv auf jeden Fall auf dem Grün. Und deswegen heißt es auch hier vielleicht erstmal viel, viel üben mit dem Grid, damit man da auch wirklich ein Gefühl bekommt, wie die Bälle breaken. So, wir spielen weiter und wir erinnern uns, das Ganze ist für uns erstmal so eine Art, oh ja, das ist natürlich jetzt auch schwierig. Das ist ein Dogleg leicht nach links und im Prinzip muss man natürlich hier in den Knick reinkommen, darf aber auch nicht zu weit sein. Den Ball hier genau zu platzieren, das ist der Schlüssel, damit man dann auch wirklich mit dem zweiten Schlag hier das Grün angreifen kann. Und wenn ich das jetzt richtig sehe, 276 und wir haben 433, ja gut, das ist dann doch noch ja, 150 Yards Entfernung und es geht aber deutlich berghoch mit 27 Yards. Also das ist nicht ohne und wir müssen da wirklich gucken, ob wir da gut reinkommen. Hier würde sich natürlich auch wieder der Draw anbieten und den werde ich jetzt auch mal versuchen, weil ich habe das Gefühl, dass man den Draw etwas leichter spielen kann mit dem Stick als ja, ich merke das dann auch, der DualShock, also der fängt dann auch zu vibrieren, wenn ich nicht auf der richtigen Linie bin. Übrigens auch hier eine wichtige Funktion, R3, dann kann man natürlich jetzt hier schon mal auch einen Probeschwung machen, der einem ja zeigt, wo man ungefähr auch ist. Ja, nee, das ist zu viel. Das ist gerade. Das ist alles zu viel. Der wäre der Richtige. Okay. Ja, ein bisschen kommt der Draw, glaube ich, aber na doch, passt. Gut. Yeah, that's in the fairway. So maybe a chance for a bounce back after that opening bogey. Ja, also soll heißen, in dem Mode empfiehlt es sich wirklich auch ein bisschen mit dem Probeschwung zu arbeiten, um dann wirklich auch die Rückmeldung aus dem Controller zu bekommen, ob man auf der richtigen Schwungbahn ist oder nicht. So, wie gesagt, wir haben hier ein Eisen 5 im Angebot, denn wir müssen hier den Berg hochspielen. Eisen 5, ihr erinnert euch, rollt, weil wenig Loft. Eisen 6 Approach, Eisen 5, Eisen 6. Jetzt bin ich gerade irritiert, warum der hier so wenig macht. Ein Eisen 7, wir haben aber ein bisschen Rückenwind. Wichtig wäre eigentlich hier aufs Grün zu kommen. Das Eisen 7 bleibt wieder etwas mehr liegen. Okay, wir schauen mal. Ob wir damit bis zum Grün kommen. Na gerade so. Well, not as close to the pin as you'd like, but when you find greens in regulation on a regular basis, you're going to have a chance. Oh, Daily Quest. Haben wir einen Daily Quest heute schon mal erledigt? Nicht schlecht. Ja, wie gesagt, es ist kein Putt-Reading, es geht unheimlich den Berg hoch und ja, wir haben keine Hilfe, was da vorne jetzt diesen Stick hier angeht. Wir müssen uns also wirklich Gedanken machen, 2 Feet, ich gehe davon aus, das werden mit Sicherheit hier 4 Kästchen sein und das Ganze fällt definitiv kräftig von links nach rechts. Das heißt jetzt hier in diesem Spielmodus ist natürlich jetzt auch wirklich die Entfernung, die richtig einzuschätzen, sehr, sehr wichtig. So, vorhin ist es ziemlich, ja, und er ist ja gleich nach rechts gebrochen. Dann werden wir es mal so probieren. Okay. Ja, bricht rüber, bricht rechts am Loch vorbei. Und ich glaube, er hat auch überhaupt nicht die Länge. Oh ja, 15 Feet. Far too early. That is not where you want to leave the golf ball. 15 feet away. So, es geht weiterhin den Berg hoch, also da hätten wir locker 6 Kästchen wohl machen dürfen. Okay.
Ist jetzt natürlich eine kürzere Distanz. Aber das ist schon ein ganz schönes Break hier. Bin ich der Meinung. Ah, der geht links vorbei. So, und der ist auch noch nicht drin. Jetzt müsste es aber den Berg runtergehen, genau. Ja, das sind natürlich die ganz heiklen Putts. Wie stopfen wir den? Rechte Lochkante, lassen wir ihn reinrollen. Aber der nimmt da ganz schön das Break an, habe ich so den Eindruck. Ja, wir sollten ihm schon einen mitgeben. Ah. Das kann heute eine lustige Geschichte werden, habe ich so den Eindruck. Und auch der ist noch nicht drin. Und jetzt fange ich natürlich an, mich langsam zu blamieren, muss man sagen. Denn jetzt haben wir schon einen Dribble-Bogey mit 5 Putts auf dem Grün. Frank, asking the players to hit some quality shots. T2 green, third is no different. Exactly. You get a dogleg right, then you get a dogleg left. And now you get a straightaway par 4 with just one bunker on the right side. It's 320 yards to get past that bunker. Needless to say, it needs to be avoided. But then the second shot's played downhill. But it's right there in front of you. Ja, aber das Interessante ist, das haben wir jetzt auch festgestellt, was mir ja auch noch nie passiert ist, ein Triple Bogey, dass wir jetzt auch sowas haben wie einen Maximum Score. Das heißt also, man kann hier nicht unendlich viele Putts machen. Das Spiel ist dann doch mit uns gnädig irgendwann und sagt sich, das wird wohl nichts mehr und schickt uns auf die nächste Bahn. So, wir schauen mal, was er uns da notiert hat. Ja, das Triple Bogey mit dem Triple Bogey nicht drin und dann packt er hier tatsächlich uns auf die nächste Bahn. Also wir müssen ein bisschen hier, was das Putten angeht, unsere Strategie ändern und auch definitiv Länge vor Richtung. Also wir müssen wirklich gucken, dass wir die Länge hinkriegen. Und ich sag tatsächlich, ich bin jetzt hier sehr blauäugig hier auf den Kurs gegangen mit dieser Einstellung. Und ich habe es schon mal gespielt und da habe ich auch schon gemerkt, es ist also sehr, sehr schwierig auf den Grüns. Das Spiel zum Grün, das geht einigermaßen. Aber auf den Grüns ist es schon sehr schwierig. So, wir haben den Wind von links. Jetzt haben wir natürlich hier auch keine blaue Zielmarkierung. Ah doch, die ist da. Okay. In dem Modus ist sie noch da. Und der Wind wird den Ball definitiv hier rüber treiben. Wir machen wieder einen Probeschwung. Ja, okay. Gerade Schläge kriegen wir hin. So. And that will do just fine. Dann bin ich ja mal gespannt, wie oft wir heute mit 4 und 5 Putts vom Grün gehen werden. Second shot plays a little bit uphill plus that general slope from left to right. So, wir werden, das müsste ja gehen. Ja, wir können den Ball auf jeden Fall hoch anspielen. Und dann versuchen wir es mal mit dem Eisen 5. Dann schauen wir mal, ob der zum Liegen kommt oder nicht, wenn wir den hoch anspielen. Also auch hier erstmal wieder ein Probeschwung. Ja, okay, gerade Schläge geht einigermaßen. Das heißt, wir müssen heute definitiv viel mit dem Wind arbeiten. Ja, Backspin geht nicht. Ja, okay, gerade so die Kante vom Grün erreicht, dass er drauf rollt. Und ich sehe da schon wieder einen relativ schwierigen Putt, weil es geht ein bisschen berghoch. Da ist ein kleiner Kuppel. A lot of big greens here at Quail Hollow. This a long one for birdie. Ja, man sieht es. Also am Anfang geht es sehr weit, geht es stark hoch. 2 Fuß wieder. 2 Fuß, das hatten wir vorhin auch. So, vorhin haben wir 4. Diesmal werden wir deutlich mehr, weil wir wollen auf jeden Fall bis zum Loch kommen. Es hilft nichts. Wir müssen Länge vor Richtung. Und dann versuchen wir auf jeden Fall oberhalb vom Stock zu bleiben. Er wird gleich nach rechts rüberbrechen und dann hält er sich eigentlich. Ah,
So, der war jetzt ganz ordentlich. Okay. So that's in for par at the third. Maybe stops the bleeding just a bit, but he'll remain four over for the round. Interesting, for the 2017 PGA Championship, this fourth hole was brand new. How'd they do, Frank? Not bad, to be honest. Rich, you know, Tom Fazio came in, did all this marvelous work, found a little area over here where the players start to sort of turn around and play the very, very next hole. And this par three just sort of sits out there in front of you with not much around it. But it is quite deceptive. Those three bunkers in front, you have to be respectful of wind and carry. Also der Punkt ist natürlich, dass wir jetzt hier direkt einen Bunker vor uns haben, und die Sache ist auch die, dass wir hier mit einem Eisen 6 keinen Backspin draufkriegen höchstwahrscheinlich. Wir müssen wirklich schauen, dass wir den Ball einfach zum Liegen bekommen, aber der Wind hilft uns ein kleines bisschen, weil wir gegen den Wind spielen. Auch in dem Fall werde ich jetzt versuchen, den Ball hoch anzuspielen, damit er hoffentlich gleich liegen bleibt, den Probeschwung. Ja, das funktioniert. So, ich kann nichts mehr steuern. Jetzt muss ich mich wirklich darauf verlassen, dass ich das ordentlich einigermaßen hier gesehen habe. Okay. Komm, bleib liegen. Sit. Okay. Yeah, that one came in a little hot. It's safely on, but it'll be a long look coming up. Substantial movement on this putt right to left, and it's from distance, so this one not just about speed, but line as well. Okay, das ist ein ziemliches Break von rechts. Da müssen wir richtig das Plateau hoch. Okay, jetzt müssen wir nochmal schauen. Diesmal sind es 6 Inches aufwärts. Es geht am Anfang eben hoch, die erste Hälfte. Okay. Ja, dann versuchen wir es mal mit dieser Entfernung, und der Ball wird kontinuierlich nach links gedrückt. Und wir müssen aber gucken, dass wir eigentlich, man sieht es hier oben nach dem Loch, ja, es geht hier die ganze Zeit. Also auch hier empfiehlt es sich lieber ein bisschen mehr rechts vom Loch, damit er nicht links runterläuft. Weil er wird ja auf jeden Fall zum Loch hinlaufen. Ja, geht sogar deutlich nach links. Ja. Yeah, a little short, but that's pretty good effort there. Ja, und der war wieder mal zu kurz. Okay. Das wäre so ein Thema für die rechte Lochkante, wenn ich das jetzt richtig einschätze. Wir geben ihm ein bisschen mehr Speed, dass er in der Spur bleibt. Yep, well hold there. That could have easily been a four, but solid work to escape with his three. Back to another par four, the fifth. Frank, what's the challenge here? It's a dogleg right that goes back up the hill, Rich. It should have been a wide fairway, but what Fazio did that was, I think, very, very clever, he put one bunker on the left side, as you can see, that is about 330 yards to get past it, and those two bunkers on the right. So what was a wide fairway has all of a sudden shrunk down to the position exactly where you want to hit it. So, jetzt bin ich mir nicht ganz sicher. Hat er tatsächlich gesagt, two bunkers on the right? Aber da meint er mit Sicherheit die Fairway-Bunker. Wie gesagt, wir werden versuchen, Kurven zu vermeiden und schauen, ob uns der Wind einfach die Kurve macht. Aber so wild ist es nicht. Auch wieder hier den kurzen Probeschwung. Ja, um ein Gefühl zu bekommen. Ja, aber ich glaube, der geht ein bisschen nach rechts Richtung Bunker. Ja, komm, bleib oben. Well, you can't walk out and drop it any better than that. That is a fine tee shot right there. Ja, 167 Yards bis zum Loch. Frank, what are we looking at here on the second shot at the fifth hole? Well, big par five. You're going to have the ball slightly below your feet, Rich. What you're looking at is that left-hand front bunker. If you can carry that and keep it on the green, that's two very good shots into this par five. So, ihr seht es hier hinten links. Also hier
Da ist ganz gefährlich hier diese Richtung. Da ist es rot, das heißt, da habt ihr ein ziemliches Gefälle. Also wenn der durchrollt, dann rollt er uns da hinten weg. Auf der anderen Seite haben wir hier auch eine gewisse False Front. Ja, das ist halt jetzt wieder die Sache. Wie bringen wir den Ball hier zum Liegen? Das Achter wird nicht so stark rollen. Okay, Pin High. Hoch anspielen. Okay. Ein gerader Schwung mit dem Probeschwung, das passt. Ja, es war ein bisschen wenig, ein bisschen mehr Gas hätte es sein dürfen. So, er springt bestimmt, kommt sofort runter. Ja, das sieht man auf der False Front. Ja, jetzt sieht man es hier ganz klar. Hier vorne eine ziemliche False Front. Okay. So, der Pitch. Jetzt schauen wir noch mal. Also 16. Das heißt 11, 12. Ja, wir müssen dahin. Und der muss irgendwie oben zum Liegen kommen. Okay. Das ist jetzt erstmal nicht verkehrt. Und rein. Schade, schade. So hätten wir uns einen Schlag zurückholen können. Ja, das kurze Spiel ist ganz, ganz wichtig. Das merke ich schon jetzt hier, wenn man natürlich mit dem Putten... Also vom Prinzip her muss man eigentlich Green in Regulation spielen, damit man mit dem zweiten Putt oder mit zwei Putts auch reinkommt. Weil sonst wird es wirklich ganz, ganz schwer. Oder man muss halt hier eben sehr gut pitchen. Also hier sieht man auch, dass es ein bisschen einen Break nach links hat. Wir werden hier linke Lochkante... Und jetzt muss ich nochmal schauen, es geht leicht bergauf. Also das heißt, wir geben ihm wieder ein bisschen mehr mit, damit er die Linie hält. Yep, good work now to let that get away. And that's in for a par. Now to the longest par 3 of the golf course. It is the 6th, 249 yards. Does play downhill. Frank, 3's a good score here. It is. I know that green looks quite big, protected by the bunker in front as well as the one over the back of the green. But often what happens is once you come out of those shooter trees and start to go on the downhill portion of this hole, you can actually get some cross breezes that just sort of blow through across the top of the green. And often that takes the ball out of the sky and it can easily come up short. Ja klar, natürlich, logisch, ein paar drei mit dem Driver. Wie sollen wir denn den zum Liegen bringen? So, hier auf der Seite sieht man auch, da ist so ein richtiges Loch hier. Das heißt, wenn wir hier reinrollen, dann haut er uns nach links ab und rennt übers Grün mit Sicherheit. So, das ist das Hybrid. Tja, wir werden es versuchen an dieser Stelle mit dem Hybrid. Ja, ich tue mich ein bisschen schwer, ob wir versuchen, von rechts den reinzuspielen. Mit einem leichten Draw. Okay. Nee, das ist wieder zu wenig. Das war wieder zu viel. Das wäre richtig. Okay. Gut, dann wollen wir es mal versuchen. Nee, das war es nicht. Oh ja, das ist ein ganz starker Draw. Aber springt er hoch? Nein, er läuft nicht hoch. And that one not on the green, but not in a terrible spot either. Sitting up in the short grass. So, wir probieren es wieder mit dem Pitch, mit dem 60er. Wir haben 28, das heißt also circa 20. Er wird nach links runterrollen, also müsste er hier irgendwo aufkommen eigentlich. Und dann wird er nach links laufen, wenn wir halt eben den Schlag auch gerade machen können. So.
Ja, er läuft schön zum Loch hin. Okay, damit kann ich leben. Lovely pitch shot. Just nipped that ball off the turf. Just flew through the air beautifully. Sat down fairly quick as well. Good shot. So, das ist ein flacher Putt, aber ihr seht, wie es hier schon wieder breakt. Jetzt kann man natürlich auch wieder hier sagen, mit viel Schmackes, damit er das Break erst gar nicht annimmt. Wir versuchen mal diese Taktik. Ja. Aber zu viel darf es auch nicht sein, sonst läuft er gleich rechts übers Loch. Das war knapp. Das war ganz, ganz knapp. A distance where a putt could get away, but that in for a par. Next up, the first par five of the day, the 546-yard seventh. Two fairway bunkers on the left side presenting only real trouble off the tee. Avoid those, you have a good chance to get home in two. Ja, die Bahn, an die kann ich mich sehr, sehr gut erinnern. Das ist eine sehr, sehr schöne Bahn. Und ihr seht es auch an den Häusern, die da rechts stehen. Auf der anderen Seite dieses kleines, dieses Creeks. Und das ist halt ein Par 5, was 526 Yards. Also wir ziehen 10% ab. Dann sind wir irgendwo so bei 460 Metern, 465 Metern. Und das spielen die Kollegen meistens wirklich mit dem zweiten an. Und ihr seht es ja, die Fahnenposition, ich weiß es ja, die ist natürlich rechts, klar. Da muss man dann übers Wasser spielen und oje, oje, oje. Wir werden einfach nur versuchen, hier den Ball sauber aufs Fairway zu bringen mit einem sauberen geraden Schlag. Möglichst auf der rechten Seite und dann werden wir uns mit einem Eisen annähern. Ja, da sind keine Bäume im Weg. Wir machen wieder erstmal einen Probeschlag. Okay, das funktioniert. Okay, jetzt mit Ball. Ja, geht ein bisschen links. Nee, er bleibt, wo er soll. Sehr schön, die Richtung passt. Soweit können wir zufrieden sein. Ja, also lang sind wir nicht, wie ich gerade sehe. 245 Yards, da waren wir natürlich schon mal länger. Und wenn er mir jetzt hier tatsächlich wild ein Holz 3 vorschlägt, dann muss ich sagen zu meinem Caddy, nee, nee, Freund, also das machen wir so nicht. So, 177, was hätten wir denn dann noch? Ja, weniger als 100 Yards, dann kann man natürlich damit Backspin arbeiten. Das wäre ein Eisen 9. Wir können natürlich versuchen, den hier mit dem Eisen 6 reinzuspielen. Eisen 5, dann rollt er. Wir schauen uns einfach mal an, was passiert. Wie gesagt, es ist ja eine Proberunde. Und eine Proberunde heißt ja eben, dass man auch mal ein bisschen was ausprobiert, um zu sehen, was passiert. So, die Schwungebene war einigermaßen ordentlich. Der Ball fliegt auch gerade. Und das heißt, wir haben jetzt noch 49 Yards. After the tee shot, puts himself in really good position here on the par 5. Ja, ist aber trotzdem schwierig. Wieder ein Pitch. Oh ja, hier haben wir natürlich so ein kleines Hügelchen, wo der Ball dann nach rechts springt. So, entscheidend ist natürlich wieder die Länge. 50, 45, 30. Tja, toll, da müssen wir eigentlich über den Bunker. Das gefällt mir gar nicht. Kommen wir denn mit dem Longflop dahin? Mit dem Longflop kämen wir dahin. Aber ich glaube, vorhin waren wir auch deutlich zu kurz mit dem Longflop. Aber da haben wir ihn ja auch aus dem Raff, glaube ich, geschlagen. So. Gut, die Richtung ist nicht verkehrt. Sehr schön. Da würde ich doch fast sagen, wir haben die Option, uns einen Schlag zurückzuholen. Also, der Putt ist relativ gerade. Also von der Ebene. Natürlich sieht man, dass da ein Break ist von rechts. Die Frage ist wieder, wie viel. Vorhin ist er uns gerade so über die linke Lochkante, aber jetzt haben wir auch ein bisschen mehr Entfernung. So, wir werden es so versuchen. That one right in. That's a good putt. And it's in for a birdie. Short par 4, 8. Frank, as a commentator, as a fan,
I love seeing guys go for it on a short par four. Try to get to the green. Is it a good idea? We're going to find out very, very quickly. But I love the moxie, though. I mean, the fact that people want to try and do this, that's what this game's all about. Give it a go. Laying up gets you nothing. So, was haben wir? 345 Yards ist jetzt mal, ich sag mal, ein leicht, beziehungsweise leicht, leicht ist hier gar nichts, aber auf jeden Fall mal eine kleine Erholung, was die Entfernung angeht. 345 Yards und sicher, klar, wenn wir da runterkommen, dann haben wir 277, dann haben wir noch 70, 80 Yards, das ist nochmal ein Wedge. Okay, aber wir werden jetzt mal mit dem Hölzchen schlagen. Wir werden mal mit dem Hölzchen schlagen, dann haben wir noch knapp 90 Yards, 95 Yards. Gut, okay. Erstmal wieder einen geschmeidigen Probeschwung. Okay, der Controller vibriert nicht, also insofern passt es. Sehe ich das jetzt nur? Also irgendwie bleibt er da oben immer eine kurze Sekunde stehen. Naja, okay. Ich weiß jetzt, ob das an dem Game-Mode liegt oder vorher ist mir das gar nicht aufgefallen. Ja, er bleibt immer da oben ein bisschen stehen. Muss ich da vielleicht anders schwingen? Nee. Okay. Naja, wir werden sehen. Also, mit dem Holz 3 versuchen wir den jetzt wieder sauber gerade ins Fairway zu bringen. Man sieht von hier auch, dass das Fairway leicht nach rechts abfällt. Das heißt, wenn er aufkommt, wird er wohl ein bisschen nach rechts rollen. Deswegen werde ich jetzt dann doch ein bisschen mehr nach links gehen und dann unser Glück versuchen. Holz 3, ordentlich getroffen von der Schwungebene. Ja, passt, passt. 245 Yards gespielt, 110 haben wir noch. Even 100 Yards coming up for his second. Ach was. So, wo will er das 16er? Ich denke doch gerade. Naja gut, er will den hier, weil er höchstwahrscheinlich doch zu kurz bleibt. Und er wird Spin drauf kriegen. Das wird jetzt spannend sein, wie sich jetzt mal hier der Ball verhält. Ob der den Spin annimmt oder nicht. Wir können natürlich den 54er, da können wir noch ein bisschen weiter gehen. So, dazwischen. Okay. Bin ich jetzt mal gespannt, wenn wir den kleines bisschen höher anspielen. Ob der jetzt, oder wie der sich jetzt verhält, was der, ja, da haben wir Backspin. Da haben wir jetzt Backspin, ohne dass wir was gemacht haben. That's a head turner, really. That was a green light situation from that distance and far from the best shot I've seen today. So, da sehen wir wieder, wir haben einen Fuß berghoch. Das ist jetzt wieder ordentlich, ein Fuß. Und zwar geht er relativ am Anfang hoch. So. Jetzt ist die Frage, reicht es, wenn wir vier nehmen? Ich glaube, vorhin war das ganz okay. Einen Fuß hoch. Ja, eigentlich müssten wir hier drei, glaube ich. Vorhin hatten wir sechs. Mit vier waren wir deutlich zu kurz bei zwei Fuß. Mit 6 war es dann ganz okay. Okay. So, wie sieht es aus mit der Linie? Das ist eher so ein leichtes Doppelbreak. Erst am Anfang geht es nach rechts, dann geht es nach links. Und in dem Fall würde ich sagen, ja, wenn wir jetzt gerade aufs Loch zuspielen, dann wird er am Anfang natürlich durch die hohe Geschwindigkeit des Break nicht so annehmen. Er wird relativ schnell bremsen und dann nimmt er vorne das Break mehr nach rechts. Also. Aber wichtig wäre halt vor allen Dingen zum Loch kommen. Ja, jetzt bricht er nach rechts. Deutlich wieder zu kurz. Drei Fuß. Ja, wir sind einfach zu schwach auf der Brust. Aber wir sind jetzt oben, wenn ich das richtig sehe. Nee, doch, es geht nochmal ein bisschen berghoch. Deswegen auf jeden Fall. Und wir werden die linke Lochkante anvisieren. Okay, can't take putts that length for granted, but that's in for a par. Down to the ninth, better than 500 yards, and it is a par four. Is this one of the hardest holes on the course, Frank? It certainly is. It's a great way to finish this front nine. Dogleg left,
and they put the bunker right where you want to aim it, down that right side. So now you're going to go a little closer to the trees, but don't go left. Please don't go left. So, das ist jetzt wieder eine ganz spezielle Bahn und das seht ihr auch. Es ist ein Dogleg nach links, aber das Fairway fällt leicht nach rechts ab. Das heißt, wenn man hier den Ball gerade reinspielt, dann wird er normalerweise nach rechts rauslaufen. Das heißt, hier muss man eigentlich eine Kurve spielen, um dafür zu sorgen, dass der Ball ja dem Fairway folgt. Das heißt, wir müssen hier eigentlich ein Draw spielen, wenn wir verhindern wollen, dass er uns rechts. Weil wenn hier die Landezone ist für den Driver, dann hat das auch einen Grund, warum hier der Bunker ist. Weil der soll dann nämlich genau diese Bälle, die hier reinflutschen, also praktisch hier an der Stelle in die Kurve, dass die dann nach rechts wegrollen werden. Wenn man das natürlich mit einem leichten Draw unterstützt, und das werden wir dann versuchen, weil der Draw uns im Moment leichter fällt, wenn ich das richtig hier noch in Erinnerung habe, als der Fade, einfach hier von der Controllersteuerung. Aber wie gesagt, wir sind ja hier, um ein bisschen was zu üben, was zu lernen, aber 472 Yards, ja, 505 hat er vorhin gesagt, wir haben also, glaube ich, einen verkürzten Abschlag. 472 Yards ist eben schon ordentlich, und selbst wenn wir dann hier liegen, ja, da haben wir dann noch fast 200 Yards. Also das wird hier kein Wedge, um ins Grün zu kommen. Okay, so, es hilft nichts. Das ist, wie gesagt, schon ein paar 71. Und bei der Länge 6750, dann wundert mich gar nichts. So, wir versuchen hier den Draw. Das heißt, wir machen wieder unseren Probeschwung. Um zu herauszufinden, wo wir im Prinzip den Schwung anfangen müssen. Ja, okay. Das ist drüber. Das ist echt schwer. Ja, gut. Also ist auch klar, dass man kein 100%, aber so kommen wir ungefähr hin. Ach du Schande. Ein Double Cross. Ein Double Cross im Prinzip. Und was ist das? Der Damenabschlag? T-Box? Ja, das ist natürlich... Das ist natürlich jetzt... Was ist denn das für ein Abschlag? Das ist ja nicht der Damenabschlag, sondern... Interessant. Interessant. So. Ja, das bringt gar nichts. Oder? Nee, wir müssten dann von der rechten Seite eigentlich kommen und den Ball da hochrollen lassen. Aber das bringt wenig. Okay, ein gerader Schlag. Also das war jetzt gar nichts mit unserem Draw. Der hat überhaupt nicht funktioniert. So, der tut tatsächlich ein bisschen faden, aber ich denke, der springt nach rechts. Okay. Und dann können wir dann wieder mit einem Lobshot hoffentlich den Ball an den Stock legen und hoffentlich größeres Ungemach vermeiden. Ja, er will ihn pitchen. Ich möchte gerne High Flop. Wo landen wir denn mit dem High Flop? Ja, ist klar. Okay. Long Flop. Waren wir vorhin eigentlich auch wieder zu kurz, glaube ich, ne? So ein bisschen links. Oh ja. Der war ein bisschen schwach auf der Brust, auch wieder mal. So, der ist jetzt zum Paar. Dann schauen wir mal, ob wir den noch versenkt bekommen. Es geht wieder bergauf. Dann werden wir hier definitiv fast ein Kästchen mehr machen. Wir haben ein leichtes Break von links nach rechts. Okay. Linke Lochkante, wenn er dann reinbreakt. Okay, good putt there for his par here at the ninth. And that's going to mean this is a 3 over 38 here on this front side. Beginning the inward half now with a par 5 tenth. It's not quite 600 yards, but it is close. It's a pretty good hole, Frank. It is. The only thing really in the player's favor is it plays downhill, so not quite its full yardage. Avoid that bunker on the left. Will give you a chance to go for this par 5 and 2. But also look down there. If you look very, very closely on the left side, just short of this bunker, is a nice layup bunker. If you can't reach, avoid that.
Ja, wir haben den Überflug zur 10 gemacht, aber ihr wisst, was das immer bedeutet. Wir haben die Front 9 gespielt in Quail Hollow, Charlton, North Carolina, weil dieses Wochenende hier vom 4. bis zum 7. Mai die Wells Fargo Championship stattfindet und dort ist der Titelverteidiger Max Homer. Also wenn ihr ein bisschen Golf gucken wollt, dann ich glaube bei uns hier auf Sky, dann schaltet doch einfach mal ein abends die Runde hier auf PGA auf dem Quail Hollow Platz und dann könnt ihr euch das Ganze mal anschauen, wie die Bahnen in echt aussehen und wie hier die Profis dann spielen. Wir gucken hier nochmal ganz kurz auf die Scorekarte. Ihr seht, wir hatten unheimliche Startschwierigkeiten. Ich musste mich da auch erst ein bisschen reinfuchsen und erstmal dran gewöhnen an die Putting, an das Putten. Aber wie gesagt, wir haben jetzt gleich hier mal wieder ein bisschen was dazugelernt. Es gibt ein Maximum-Score. Das heißt, man wird hier nicht wirklich gedemütigt, auch wenn natürlich keiner ein Triple Bogey spielen möchte. Ist mein erstes, gehört eben auch dazu. Man kann nicht immer von Igel zu Igel fliegen, sondern sowas muss man auch mal wegstecken. Und ich glaube, das haben wir dann ganz ordentlich gemacht mit 4 Pärchen in Folge, dann doch noch ein Birdie gespielt, um hier die 1 auszugleichen. Und jetzt haben wir einen Score von plus 3 und das finde ich spannend für die nächsten 9 Loch. Also, wenn ihr Lust habt, dann steigt hier nochmal rein. Im nächsten Video werden wir dann auf die Back 9 gehen. Das waren die Front 9, Quail Hollow. Ich bedanke mich fürs Zusehen, für eure Zeit und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Däumchen oder ein Abo sehr, sehr freuen. Ich wünsche was, wie immer natürlich an der Stelle, euch allen ein schönes Spiel.